Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute zum Achtsamkeitsspaziergang eingeschaltet hast. Hör dir diese Folge sehr, sehr gerne auf deiner täglichen Spazierrunde an und lass dich mitnehmen in den Zauber des Moments. Ich empfehle dir, deinen Hund mit der Leine am Geschirr oder am Halsband zu befestigen, damit du auch bewusst meinen Worten zuhören kannst und dein Hund somit abgesichert ist und du dich in dieser Zeit ganz auf dich, auf dein Mensch-Hund-Team konzentrieren kannst. Der Spaziergang hilft dir, deinen Alltag mehr Bewusstheit zu schenken, dich für ein paar Minuten auf dich und deinen Körper zu fokussieren und zu konzentrieren, damit du die kleinen Wunder des Tages erkennen kannst. Ich wünsche dir jetzt nun ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und euch einen entspannten und harmonischen Spaziergang. Bevor du nun mit deinem Hund losgehst, bitte ich dich, kurz innezuhalten, dich fest mit dem Boden, der Erde zu verwurzeln und deine Augen zu schließen. Nun atme tief durch deine Nase ein und deinen Mund wieder aus. Nochmal einatmen tief durch die Nase, sodass sich der Bauch nach außen wölbt und durch den Mund wieder langsam aus. Und noch ein letztes Mal tief durch die Nase in deinen Bauch ein und langsam durch deinen Mund wieder aus. Sehr gut. Öffne deine Augen, schenke dir und deinem Hund ein Lächeln, klicke deinen Hund am Geschirr oder Halsband an. Gerne kannst du eine Leine benutzen, die du um dich herumhängen kannst, sodass du gleich beide Arme frei beim Laufen hast. Oder aber du nimmst einfach eine längere Leine, denn hier wird jetzt nicht auf die Leinenführigkeit geachtet, sondern der Moment auf dem Spaziergang mit deinem Hund genossen. Vielleicht hast du auch einen Bauchgurt zu Hause, dann binde dir diesen gerne um und klicke deinen Hund hier ein. Nun kann der achtsame Spaziergang starten. Geh los in deinem normalen Gehtempo. Lasse dich von deinen Füßen tragen. Laufe erst 1 bis 2 Minuten und lasse deinen Hund sich lösen. Nachdem er sich gelöst hat, lenkst du deine Aufmerksamkeit ganz auf deine Füße und Beine. Spüre, wie du deinen rechten Fuß anhebst und wieder absenkst. Spürst du, wie dein Fuß abrollt? Wie tritt dein Fuß auf? Weich oder zu stark? Geh weiter und nimm deinen rechten Fuß mal ganz bewusst wahr. Nun spüre in deinen linken Fuß. Spüre, wie du deinen linken Fuß, das linke Bein anhebst und wieder absenkst. Wie fühlt sich diese Seite an? Gleich oder anders? Nimm auch hier ganz bewusst wahr, wie dein linker Fuß abrollt und wie der Fuß auftritt. Stark oder eher weich? Ist es für dich so angenehm zu gehen? Wenn nicht, dann passe deinen Laufstil an. Gehe in deinem Tempo. Gehe so, dass es sich für dich gut anfühlt.
spüre, wie deine Füße dich tragen. Spüre, welche Kraft sie haben, um deinen Körper zu bewegen. Wie fühlen sich deine Beine heute an? Schwer oder federleicht? Geh weiter in deinem Tempo und spüre ganz tief hinein. Spürst du die Erdanziehung? Spürst du, wie deine Beine fest auf dem Boden, auf der Erde verankert sind? Wie du dich genau jetzt, diesem Moment, mit Mutter Erde verbindest? Setze ganz bewusst einen Fuß vor den anderen. Spüre, wie du mit der Erde verbunden bist. Was für ein Gefühl ergibt sich? Spüre, wie es warm wird. Und gehe in deinem Tempo weiter. Konzentriere dich nur auf deinen Gang und spüre, wie es sich anfühlt, zu gehen. Und nun nimm den Untergrund unter deinen Füßen wahr. Sind auf dem Boden kleine Steine zu sehen, zu fühlen? Oder läufst du gerade über eine Wiese? Spüre mal, wie hart oder wie weich der Untergrund ist, über den du gerade läufst. Spüre den leichten Gegendruck oder wie der Boden etwas unter deinen Füßen nachgibt. Und nun nimm dir ein oder zwei Minuten Zeit. Stell dich an den Rand des Weges. Halte kurz für dich inne. Lasse deinen Hund am Wegesrand schnuppern und sich gerne lösen. Und bleib gerne für zwei weitere Minuten stehen, bis dein Hund dort fertig geschnüffelt hat. Und gehe dann in deinem Tempo weiter. Beobachte die Natur um dich herum. Atme die frische Luft ein. Und stell dir mal vor, was dein Hund nun gerade riechen mag. Den frischen Duft der smaragdgrünen Wiesen. Oder vielleicht den Duft einer Hundedame oder eines Hundeherren, der hier zuvor gewesen ist. Wann immer dein Hund dir seine Aufmerksamkeit schenkt, mache auch ihm ein Geschenk und lächle ihn an. Lass uns weitergehen. Verbinde dich wieder mit Mutter Erde und gehe in deinem Tempo an. Von Mal zu Mal werden deine Schritte größer und schneller. Bringe deinen Kreislauf in Schwung und hab Spaß beim Laufen. Lässt sich dein Hund von deiner schnellen Gangart motivieren? Geht er nun auch schneller neben dir? Schenk ihm gerne ein Lächeln. Und nun fühl auch hier hinein. Was genau spürst du? Ist es angenehm oder eher unangenehm, so zu laufen?
Wähle auch hier eine natürliche Gangart, nur eben etwas schneller. Du sollst dich dabei wohlfühlen. Du selbst kannst entscheiden, wie schnell du laufen möchtest. Fühlst du die Wärme, die in dir aufsteigt? Fühlst du, wie sich die Wärme in deinem Körper ausbreitet? Wie sie unten an den Füßen beginnt und immer weiter nach oben wandert? Dein ganzer Körper wird warm. Von den Zehen über die Oberschenkel, der Bauch, der Oberkörper, über die Fingerspitzen bis hin zu deinem Kopf. Alles ist warm und fühlt sich gut an. Und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann laufe gerne noch eine Minute in diesem Tempo weiter. Fühlt es sich unangenehm an, dann werde von Schritt zu Schritt etwas langsamer, bis du deine normale Geschwindigkeit erreicht hast. Spüre nochmal in dein rechtes Bein hinein und hebe es bewusst an und setze es ganz locker ab. Und das linke Bein, hebe es bewusst an und setze es ganz locker ab. Vielleicht erkennst du einen kleinen Unterschied zu vorher. Vielleicht sind deine Beine wärmer und stärker. Achte bewusst, wie es sich anfühlt. Lass deine Schritte nun wieder kleiner und langsamer werden. Immer langsamer und langsamer, bis du deine normale Gehgeschwindigkeit erreicht hast. Sehr, sehr gut. Gehe so lange in deinem Tempo, bis dein Hund sich dir wieder angeglichen hat. Es kann einige Minuten dauern, aber auch das darf sein. Und nun nimm dir wieder 1 bis 2 Minuten Zeit für dich und deinen Hund. Stelle dich an den Rand des Weges und halte inne. Dein Hund darf gerne schnuppern und sich lösen. Lass ihm die nötige Zeit, die er braucht. Nimm einmal einen tiefen und kräftigen Atemzug. Atme tief durch deine Nase ein, sodass sich dein Bauch nach außen wölbt. Und atme ganz langsam durch deinen Mund wieder aus. Halte die Leine ganz locker in deiner Hand. Lass deinen Hund die Umgebung neugierig erkunden. Und lass dich von seiner Neugierde anstecken. Nun geh weiter in deinem Tempo, so wie es sich für dich gut anfühlt. Entdecke gemeinsam mit deinem Hund diesen wundervollen Platz auf dieser Erde. Komm gerne vom Weg ab. Geh mit deinem Hund querfeldein über die Wiese. Quer durch den Stadtpark, laufe zwischen den Bäumen entlang. Lass gerne deinen Hund den Weg auswählen. Lass dich leiten. Lasst euch gemeinsam leiten von der Neugier. Lasst los und genießt diesen Augenblick zu zweit.
Deine Schritte werden immer langsamer und langsamer. Setze ganz langsam einen Fuß vor den anderen und gib deinem Hund Zeit, sich dir anzupassen. Spüre, wie deine Schritte weicher werden, wie du dich ganz erdest, wie du fest mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Spüre, wie die Erde dich mit ihrer Kraft anzieht. Lass deine Schritte kleiner werden. Nimm deine Umgebung wahr. Wo genau bist du mit deinem Hund? Im Wald, zwischen den Bäumen, auf einer grünen Wiese im Park, mitten auf einem Feldweg, wo nichts um euch herum ist, oder in der Stadt? Was passiert um euch herum? Nimm die Natur wahr. Nimm die Begegnung wahr. Und spüre die innere Ruhe und die Ausgeglichenheit. Wie fühlst du dich gerade? Bist du entspannt? Fühlst du dich deinem Körper näher und verbunden, weil du heute mehr auf ihn geachtet hast? Lass deine Schritte noch langsamer und langsamer werden. Komme zum Stehen. Spürst du, wie es in deinen Beinen leicht kribbelt? Spürst du die Wärme in dir? Spürst du, wie locker die Leine in deiner Hand liegt oder um dich herum hängt und wie entspannt dein Hund ist? Verankere dich mit dem Boden. Gehe leicht in die Knie, nur ganz leicht, um so einen festen Stand zu bekommen. Und dann atme ganz tief durch deine Nase in deinen Bauch ein und durch deinen Mund wieder aus. Und nochmal tief durch die Nase in deinen Bauch einatmen, so dass sich der Bauch nach außen wölbt. Und langsam und laut durch deinen Mund wieder aus. Sehr gut. Lass uns ein letztes Mal mit der Erde verbinden. Atme tief durch die Nase ein. Und durch deinen Mund ganz langsam und laut wieder aus. Nun bedanke dich bei deinem Körper dafür, dass er tagtäglich große Arbeit leistet. Bedanke dich dafür, dass du gesund bist, dass du riechen, sehen, schmecken und hören kannst. Wir alle können dankbar sein, dass unser Körper uns so selbstverständlich trägt. Daher schenke deinem Körper oder einem Körperteil jeden Tag ein klein bisschen Aufmerksamkeit. Er leistet großartige Arbeit und hat es verdient, anerkannt und wertgeschätzt zu werden.
Ich bedanke mich bei dir von Herzen, dass wir gemeinsam diesen Achtsamkeitsspaziergang erlebt haben. Es ist so schön, dass du heute deinen Beinen, unserem Fundament, das uns durch unser Leben trägt, im wahrsten Sinne des Wortes, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Dass du ihnen dankbar bist, egal ob sie dick, dünn, zu groß oder zu klein sind. Dass du sie ab heute anerkannt hast und erkannt hast, was für einen Wert sie haben und uns durch unser Leben mit unserem Hund tragen. Ich wünsche dir jetzt nun einen wundervollen Tag, einen zauberhaften Nachhauseweg mit deinem Vierbeiner und schreibe mir sehr, sehr gerne unter unser heutiges Foto auf Instagram, wie sich der Achtsamkeitsspaziergang für dich angefühlt hat, was du für dich mitnehmen konntest, ob du deinen Hund mit einer entspannten Stimmung anstecken konntest. Und ich bin total gespannt, ob er sich deinen Gehgeschwindigkeiten angepasst hat. Ich hoffe, ihr konntet heute die kleinen Wunder des Tages erkennen. Alles, alles Liebe. Stay positive. Deine Lisa.